Sind jetzt eigentlich neue Wagen dazugekommen? Nein. Ja, hey Freunde, wir haben uns auf die, an die Lieferkette gehalten, ja? Die Lok steht trotzdem ungünstig da, wenn ich dann gleich tanken möchte und so. Kurz gucken. 90.000. Ja. Freunde, das war's mit den 98.000. Wir haben gerade 90.000 ausgegeben. Ich Idiot. Da bin ich selber jetzt dran schuld. Tut mir leid, aber das hätte ich cleverer planen müssen. Ich hätte einfach nur selber von alleine alle tanken sollen. Hey Lok, willst du mit auf unsere Reise? Sollen wir dich mitnehmen? Ich komme jetzt gerade wieder auf dumme Ideen, noch eine Lok mitzunehmen. Warum auch immer. Aber du gehst mit. Ah, steht ein sinnloser Wagen rum. Wahnsinn. Ich bin ein Held vom Erdbeerfeld, sagt man mir. Ja, wunderschön. So, die Wagen muss ich jeder wahrscheinlich wieder mitnehmen. Also von dem her können wir die Loks eigentlich gleich dran lassen. So, abgegeben haben wir's. Zack, 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 zack. Oh, Entschuldigung. Neun Minuten, wir haben wieder 11 gebraucht. Mann. 11 Minuten. So. Das sag ich doch. Das sag ich doch. Guckt. Das sag ich doch. Das sag ich doch. Sollen wir wieder mitnehmen? Ja? Ja, dann machen wir das doch auch. Ernsthaft. Mein Gott. Oh, ernsthaft. Ich verstehe das ab und zu mal nicht. Jetzt habe ich alles wieder ausgegeben, nur diesen blöden Auftrag anzunehmen. Das ist... Danke. Dich wollten wir auch noch mitnehmen. Danke. So. Wahnsinn. Das hat jetzt wieder Kohle gekostet. Wegen nichts und wieder nichts. Ich verstehe es halt ab und zu mal echt nicht. Ah, Moment, Moment, Moment. So, jetzt hat. Da war noch ein Wagen zu viel dran. Ich habe das jetzt echt nicht verstanden, warum ich jetzt schon wieder zahlen musste. Wie nichts und wieder nichts. Naja, so bereiten wir unsere Hafenfahrt wieder vor. Oh, nicht so schnell, Freunde.
So, wir nehmen unsere Dinger wieder mit, bringen sie wieder zurück zum Hafen. Ist doch nett, oder? Hm. Ja, und dann kommen wir auch dann langsam, also wir stellen noch kurz zusammen und dann, glaube ich, komme ich langsam auch zum Ende, weil ich gerne noch was futtern. Habe ich den jetzt mitgenommen? Gut. Können wir schon mal die Weichen stellen? Dahin. Ja, passt. Nehme ich mit. Tada. Rückwärts. Hafen. Ich würde sagen, weil ich jetzt ganz krass bin, Alter, ich bin so krass, Mann. Wir gucken mal, ob wir in Oil und in Steel eventuell noch was finden. Für den Hafen. Ich bin mal so echt krass. Also ich bin echt krass, krass. Glaubt ihr das? Ich bin krass, krass. Ich bin der krasseste von den krassen. Krasser geht's ja gar nicht. Wie viel isst du denn? Ja, ich habe mal was Kleines gegessen. Ich will ja noch was, also hier, einpacken für die Arbeit. Einpacken, verstehst du? Semmeln. Muss ich auch noch machen. Die dauern ja auch noch mal 10 Minuten im Ofen. War ja nur so ein kleines Müsli und Kaffee und... Wie viel isst du denn? Ja, ich esse recht viel normalerweise und nehme nicht wirklich zu. Doch jetzt im Alter mittlerweile schon. Also früher habe ich gegessen ohne Ende. Konnte ich wirklich fressen ohne Ende. Und ich habe nicht zugenommen. Also mir wurde immer gesagt, du nimmst nicht zu. Jetzt habe ich leider so eine kleine Bauze vorne dran. Die muss auch noch irgendwann mal weg. Theoretisch. Praktisch. So, einmal mitkommen bitte. Danke. Habt ihr gut gemacht. So, jetzt gucken wir mal unseren Schnöse-Böse-Wagen wieder an. So, an die wollen wir ankuppeln. Ich darf die hintere Lok nicht vergessen. Die muss ich auch noch mit. Die können wir nicht so einfach alleine da rumstehen lassen. Das geht ja gar nicht. Das wäre ja fatal, wenn man die vergessen täten. Steht sonst so einsam alleine in City rum. Das wollen wir überhaupt nicht. Hi. Kuppeln. Die können wir ja nicht vergessen. Das wäre ja dramatisch. Müssen wir schnell holen. Hi, ich wollte dich nicht vergessen, mein Freund. Sei mal nicht böse. Sollte man nicht vergessen. Sollte man echt nicht vergessen. Sonst
sie traurig. Das wollen wir. Nein. Hallo. Jetzt halt. Echt? Kann ich hier auch? Kann man hier noch Funk verstellen? Schade. Ja. Passt. Nein, Sam. Das ist der Bitte. So. War schon wieder fast am Ende. Naja, egal. So, dann gehen wir mal nach vorne. Währenddessen kann die ein bisschen laden. Die Batterie. Sehr schön. Passt. Läuft. Wunderbar. Einwandfrei. So, was sagt die Uhrzeit? Ja. Ja. Ah, gut, helfen wir mal. Geht schneller. Laden. Geht schneller. Danke. Sag jetzt nichts dazu. Die laufen noch alle. Wir bereiten noch mal alles vor. Für den nächsten Aufnahme. So, hier geht's nochmal schnell rein. Auf. Schön. Schön. Ja, Freunde der Nacht, ich sag jetzt mal auf Wiedersehen in der Aufnahme. Ist ein Stream, gehe ich gleich auch off. Aber ich sag erstmal, Aufnahme sage ich ciao, macht's gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns demnächst wieder in der nächsten Aufnahme, die wird vielleicht ein bisschen länger werden, glaube ich zumindest. In diesem Sinne, ciao. Ja, halli, hallöchen und herzlich willkommen hier bei der neuen Runde in Tigre Valley. Ich liebe es, das zu sagen. Ein Kumpel von mir auch immer. So, eine Sache habe ich noch und zwar ein Fenster fehlt. Der da? Ah, jetzt. Yeah, wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Ja, wir fahren jetzt. Und zwar von City fahren wir jetzt Richtung Hafen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und ich würde gerne was mitnehmen von Oil. Oil und Farm besuchen wir jetzt auf dem Weg Richtung Hafen. Und da will ich gern was mitnehmen, wenn es euch angenehm ist. Und zwar nach Hafen. C1. Und ihr müsst nach G5. Oh, ich muss mal kurz wieder hier reinfinden. Hafen. Ich
glaube, C war blöd reinzufahren. Ja, rückwärts. Wir müssen erst nach G. Wir müssen erst nach G und dann nach C. Und schauen, was wir jetzt noch so mitnehmen. Aber vorher muss ich hier leider... Trainbreak ist drinnen. Die bleibt auch drinnen hier bitte erstmal. Power. Pern. Na, vorwärts. Ruhig mal lösen hier. Und dann haben wir hinten auch noch eine Lok. Freunde, wir haben hinten auch noch eine Lok. Die müssen wir auch noch kurz perren. Perren mit dem Zug. So. Dann stellen wir auch noch nach vorwärts. Und dann, Freunde der Nacht, würde ich sagen, legen wir mal los. Und zwischendrin gehen wir noch in Oil und in der Farm gucken, ob wir was haben für den Hafen. Weil wir einfach so professionelle Spieler sind. Ja, machen wir's. Ja, ja, so. Ach so, ich habe was vergessen. Einen Moment, das mache ich nochmal kurz schnell. Und zwar für den Herrn Spiete. Moment. My Mac ist. Oh, wie schreibt man das? Entschuldigung, wenn das in der Aufnahme ist. Ich habe es in der Pause vergessen. Ist. My Mac. Das wollte er nämlich wissen, der Herr Kollege. So, jetzt halt. Entschuldigung. Muss jetzt kurz sein, auch wenn es in der Aufnahme war. Tut mir echt leid, aber wir legen jetzt schon los. Richtung sollten wir auch noch verlegen. Und dann fahren wir Richtung Hafen, und zwar nach Kiel. Switch, Route, New Route, Job Destination. Und jetzt gucken, welcher war das? 69er was. Route ist eingestellt. Sehr gut. Sehr gut. Ich sollte man es auf jeden Fall beibehalten erstmal. Schön, jetzt sind wir wieder in D-Ray Rally. Jetzt fahren wir wieder mal eine kleine Runde. Macht auch sehr Spaß. So. Bin gespannt, was uns Öl und die Farm noch so bietet für den Hafen. Mein Dispo hat immer gesagt, nimm mehr mit, auch was zwischendrin ist, machen wir sofort. Ah, schön. Ja, mache ich, aber ich kommuniziere auch sehr gerne mit euch, aber in der Aufnahme, ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen eigen, ich weiß nicht warum. Egal, wir geben jetzt erstmal ein bisschen Gummi und beschleunigen mal auf 50. Sprit haben wir ja noch. Ja, getankt haben wir. Bei den anderen Loks weiß ich nicht, habe ich nicht nachgeguckt. Ich
muss unbedingt mal alle Loks gleich haben. Der Zug ist viel zu klein. Lieber Dispo, wir verlängern ihn gleich noch. Wir sind gleich in Eue und dann tun wir ihn verlängern. Keine Panik. Dein Ding ist viel zu klein. Dein Zug. Soll noch Ansprüche stellen. Wisst ihr? Ich fahre gleich zur Sawmill und dann fahren wir von Sawmill nach Forest immer hin und her. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Weg. So, wer ist es denn diesmal? Ich hab doch das Klingen gehört. Der Bürowagen ist es. Der Bürowagen ist es. Ist es dein Ernst? Du sollst... Bürowagen hat sich entgleist. Something in the way. Ja. Ah, dieser Bürowagen, der macht mich nochmal irre. Ziehen wir mal ein paar Meterchen vor. Immer wieder hinter. Ist das der Bürowagen? Der sollte ja eigentlich verhindern, dass wir weniger entgleisen und dann entgleist er mir, obwohl ich 30 drauf hatte. Das ist doch Ironie. So, geben wir denn am wenigsten Geld aus? Was will der? Mein Englisch ist ja halt ja sehr optional. So. War klar. Ach so. Ich weiß, was los ist. Wir haben kein Geld. Ciao. Wir haben kein Geld. Jetzt weiß ich, was los war. Wir hatten kein Geld mehr. Naja, dann machen wir das halt so. Müssen wir das halt dann später wieder zurückholen. Naja, naja. Gut. Fahren wir halt ohne Bürowagen. Naja, mein English is not very good, aber but my East German are better. Jetzt laufen ja diese blöden Loks eigentlich mit. Naja, egal. Schade, der Bürowagen ist jetzt erstmal weg, den holen wir uns halt nachher wieder.
Doof gelaufen. Aber warum halt erstmal ein bisschen mehr Sprit? Obwohl, ich könnte sie theoretisch also hochschalten. Theoretisch. Ja, komm mal. Mach mal die Oil aus. Das hat jetzt gerade keinen Sinn. Entlässter Bürowagen. Wahnsinn. No problem, no problem. Das auch anders. Machen wir mal kurz nebenbei. Weil bis heute dauert es noch ein bisschen. Dann dahin. Gehen wir mal hier hin. Gehen wir mal dahin. Da, da, da. Aha. Ich würde gerne den Link kopieren. Inzwischen ein Kopie. Ich hoffe, das geht auch so, wie ich es mir denke. Mal ausprobieren. Ich bin mal so frei. Ja, Cookies akzeptieren. Genau. Dann machen wir das hier so. Wundern, ich meine gerade, mach gerade nebenbei. Also, ah, ich weiß, ich bin voll krass. So. Geht doch. willkommen in Oil. Ich hoffe, hier steht noch was für mich.